say. Say or think about me. I am a child. I am a child of God. No matter what people say. No matter what the world says or thinks about me, I am a child. I am a child of God. No matter what the church says. Decisions, pronouncements on you. You are a child. You are a child of God. And there is nothing or no one who can separate. They can separate someone. You are family. You are meant to be a child, a child of God. You are a child. Bei seiner letzten Andacht am 4. Oktober hier bei Gott Impuls erzählte Rainer von der Aufforderung Jesu, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Er fragte sich, wer sind denn eigentlich meine Feinde? Die Chinesen, die Russen, die AfD? Ich möchte der Frage heute noch einmal nachgehen und heiße Sie damit ganz herzlich willkommen bei Gott Impuls. Wir sind Reinhard und Franziska Hauke und freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Dass du eingeschaltet hast. Damit wir heute Gottes Wort überhaupt verkündigen können und es überhaupt in ihren und unseren Herzen ankommen kann, möchte ich einladen, Gott darum zu bitten. Herr, danke, dass dieser Gottimpuls möglich ist und danke für alle, die ihn ermöglichen. Danke für alle, die eingeschaltet haben. Bitte hilf uns, dich Herr sein zu lassen, deine Wahrheit zu verkündigen und zu empfangen, auf deinem Weg zu bleiben oder ihn zu finden und in unseren Herzen ankommen zu lassen, dass dein Gebot gut für uns ist und zum Leben führt. Amen. Die Bibelstelle zur Feindesliebe, die Rainer im Oktober zitierte, findet man im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, Vers 43 bis 48. Auch im Evangelium nach Lukas finden wir das Thema wieder. Diese Stelle wollen wir uns heute einmal genauer ansehen und versuchen herauszufinden, wie sie uns heute in unser Leben spricht. Jesus war mit seinen Jüngern in ganz Galiläa unterwegs. Er lehrte in den Synagogen und heilte Menschen mit Lähmungen, schwerwiegenden Gebrechen, ansteckenden Krankheiten und unreinen Geistern. Das sprach sich natürlich rasend schnell herum. Und so folgten ihm unzählige Leute, die sich heilen lassen und hören wollten, was er zu sagen hat. Und so sprach er, neben den Seligpreisungen und vielen anderen Dingen, auch klare Worte zur Feindesliebe. Lukas 6, Vers 27 bis 35.
Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf deine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ganz schön harter Tobak, oder? Unsere menschliche Natur sträubt sich gewaltig bei der Vorstellung, nach einer Ohrfeige am Ende noch lächelnd den Kopf zu drehen und zu warten, bis der nächste Schlag kommt. Und überhaupt, es gibt Menschen, die haben es schlichtweg nicht verdient, dass wir barmherzig sind, oder? Wirklich? Aber da stand ja auch noch was von einem Lohn, den wir bekommen sollen. Einen großen Lohn sogar. Oder nennen wir es heute mal Belohnung. Wir sollen unsere Feinde lieben, ihnen wohltun, sie segnen und für sie bitten. Wenn wir das hören, ist die Frage durchaus berechtigt. Wer sind denn überhaupt meine Feinde? Vor einiger Zeit habe ich das mal im ganz, ganz Kleinen sehr praktisch ausprobieren dürfen. Eine Verkäuferin im Supermarkt kam mir bei einer Nachfrage derart pampig, dass mir spontan die Zornesröte ins Gesicht schoss. Ich schnappte nach Luft und wollte schon zu einer passenden Antwort ausholen, als ich mich im nächsten Moment erinnerte, dass man als Nachfolger Jesu ja anders mit solchen Situationen umgehen soll. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Ich biss mir schmerzhaft auf die Zunge und brauchte geschlagene 20 Minuten, bis mir endlich an der Kasse stehend etwas Gutes einfiel, das ich dieser Verkäuferin wünschen konnte. Bis dahin rang ich mit Gott und mit mir. Mit zusammengebissenen Zähnen bat ich Gott, ihr einen angenehmen Arbeitstag zu schenken und nachsichtige, gnädige Kunden, dass er ihr helfen möge, mit Freude arbeiten zu können und dass ihre Lebenssituation sich so bessern möge, dass sie glücklicher sein kann. Etwas kläglich, ich weiß. Aber zu mehr konnte ich mich nicht aufraffen. Als ich dann vor dem Supermarkt an meinem Fahrrad angekommen war, war ich echt erleichtert, dass ich nicht unbedacht reagiert hatte. Sonst hätte ich jetzt Gott und vielleicht auch die Verkäuferin um Vergebung bitten müssen. Das war schon eine tolle Belohnung. Und jetzt konnte ich Gott sogar danken, dass ich dieser Frau begegnet war und dank seiner Hilfe anders gehandelt hatte als noch vor gar nicht langer Zeit. Gleich mehrere Erkenntnisse lassen sich aus dieser Begebenheit schließen. Unsere Feinde, wenn man sie so nennen will, müssen wir nicht unbedingt in anderen Ländern, politischen Gruppierungen oder was auch immer suchen. Sie kreuzen unsere Wege völlig unvorhersehbar in der Gemüseabteilung unseres Alltags oder auf Parkplätzen, an Ampeln, in Warteschlangen, in unseren Ehen und Beziehungen, in der Schulklasse oder am Arbeitsplatz, auch in unseren Kirchen und Gemeinden. Überall da, wo wir Gefahr laufen, unbedacht und verletzend zu reden und zu handeln. Dass ich in dieser Situation schweigen konnte, war ein riesiges Geschenk. Wir sollen unsere Feinde lieben. Und die friedlichsten Worte sind manchmal jene, die man nur schweigt. Wir sollen unseren Feinden wohltun. Die Situation hätte schnell eskalieren können. Es hat sicher uns beiden sehr wohl getan, dass das nicht passiert ist. Und mir wurde klar, beim Wohltun ist noch viel Luft nach oben. Wir sollen unsere Feinde segnen. Per Definition heißt segnen, von jemandem gut zu sprechen und Gott zu bitten, sich der Person wohltätig zuzuwenden. Auch das war trotz Wut möglich. Erstaunlich. Und noch eine Erkenntnis fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ja, ich war wütend. Und besonders heilig hat sich das auch alles nicht angefühlt, aber ich habe meine Zeit bis zum Verlassen des Supermarktes nicht mit hasserfüllten,
vergifteten Gedanken verbracht, sondern mit der Suche nach Gott und nach guten Gedanken. Was für eine Belohnung. Denn Jesus hat zu Hass und Zorn noch ganz andere Worte und schreibt damit sogar Gebote neu. In Matthäus 5, ab Vers 21 sagt er, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Ja. Jesus setzt Maßstäbe neu und zeigt damit deutlich, wie schnell es geht, dass wir uns versündigen. Und mal ehrlich, wer von uns hat nicht schon einmal Schwachkopf oder Schlimmeres zu einem anderen gesagt? Und wer von uns war nicht schon so zornig, dass ihm Dinge rausgerutscht sind, die man besser nicht gesagt hätte? Und Jesus sagt ja auch, schon der Zorn ist Sünde. Er macht damit klar, wir alle brauchen Vergebung. Und zwar als Empfänger und Geber von Gott und untereinander. Und die Wertung trifft nur Gott allein. Jesus setzt den Mörder gleich mit dem Zornigen, um uns zu zeigen, wie es um unsere Herzen wirklich bestellt ist und dass wir ohne ihn verloren sind. Er warnt uns deutlich und vehement, aber aus Liebe, dass wir sehr schnell in die Gefahr geraten können, selbst Täter zu werden, wenn wir andere Täter verurteilen. Wir sollen Täter des Wortes Gottes sein, weil Frieden immer ein Verb ist. Da steht uns unser Gott stark zur Seite und geht mit uns in dem Tempo, das wir brauchen. Ich bin wirklich dankbar, dass mir Gott in dieser Situation den richtigen Wink gegeben hat. Wenn wir vom Heiligen Geist sprechen und wie er in unserem Leben wirkt, dann ist dieses Erlebnis mit der Verkäuferin ein schönes Beispiel. Ein Zusammenspiel von Gott und mir. Ich habe irgendwann diese Bibelstelle gelesen und Gott hat sie mir in dieser Situation in Erinnerung gerufen, damit ich lerne, mit solchen Dingen umzugehen und mit seiner Hilfe daran zu wachsen. Gott kommt spätestens rechtzeitig oder manchmal auch in letzter Sekunde. Frieden hat so viele Namen, er heißt, ich warte auf dich. Mich drängt zwar die Zeit, doch aus Liebe dräng ich dich nicht. Frieden kennt so viele Worte, ich nehm mir heut für dich Zeit. Die friedlichsten Worte sind jene, die man nur schweigt. Frieden ist nichts, was allein kommt. Frieden ist immer ein Verb. Du musst überwinden und kannst ihn nur finden im Herrn. Suche den Frieden und jage ihm nach. Frieden ist Segen, schafft ewiges Leben, doch ist manchmal hart. Frieden ist Geben. Frieden ist Tun. Frieden kann schweigen und sich tief verbeugen vor Vater und Sohn. Frieden verzeiht und verzichtet. Frieden sieht nie auf sich selbst. Frieden blickt immer nach oben und in die Welt. Frieden ist Lächeln und Standpunkt. Frieden reicht selbstlos die Hand. Kennt weder Mauern noch Grenzen, noch Fremde, noch Land. Frieden ist nichts, was allein kommt. Frieden ist immer ein Verb. Du musst überwinden und kannst ihn nur finden im Herrn. Suche den Frieden und jage ihm nach. Frieden ist Segen, schafft ewiges Leben, doch ist manchmal hart. Frieden ist Geben, Frieden ist Tun. Frieden kann schweigen und sich tief verbeugen vor Vater und Sohn.
Frieden verbirgt sich im Kleinen, wird auf der Suche erst groß, fällt auch mal schwer, aber ganz gewiss nicht in den Schoß. Frieden hat viele Gesichter, jedes ist wunderschön. Frieden erhebt sich ganz ohne herabzusehen. Frieden ist nichts, was allein kommt. Frieden ist immer ein Verb. Du musst überwinden und kannst ihn nur finden im Herrn. Suche den Frieden und jage ihm nach. Frieden ist Segen, schafft ewiges Leben, doch ist manchmal hart. Frieden ist Geben, Frieden ist Tun. Frieden kann schweigen und sich tief verbeugen vor Vater und Sohn. Frieden ist Gottes Erfindung, Frieden ist Gottes Prinzip. Lasst ihn uns finden, wo er im Verborgenen liegt. Suche den Frieden und jage ihm nach. Wir müssen ihn spenden, entdecken und senden an jedem Tag. Frieden wird siegen, denn Gott hat's gesagt. Und echter Friede ist etwas, das ich nur mit Jesus vermag. Kommen wir noch einmal zurück zur Bibelstelle vom Anfang. Zwei Verse würde ich gerne noch anfügen. Die Verse 36 und 37 im Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Wir sollen so barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel mit uns barmherzig ist. Wie barmherzig ist denn unser Vater im Himmel? Wir haben am Anfang gelesen, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und so sollen wir auch sein, mit seiner Hilfe. Wir beten ja auch, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebt, so wird euch vergeben. Und kommen zu richten wird nur einer, und das ist Jesus. Wir sind von und durch ihn vom Urteil freigesprochen, als Nehmer und Geber. Eine echte Entlastung. Ich habe mich bei all dem gefragt, ob hinter dem Gebot der Feindesliebe nicht noch ein ganz anderer Sinn liegt. Im vergangenen Jahr habe ich einen Facebook-Post gelesen, der Rechtsradikale stark verurteilte. Ich habe mich hinreißen lassen, darunter zu schreiben, ein großes Feld für Gebet und Vergebung. Daraufhin traf mich eine Flut von empörten Kommentaren. Vergeben würde nur dem, der darum bittet, schrieb einer darunter. Das könne man nicht vergleichen, bei denen sei das etwas anderes, schrieb ein anderer sinngemäß. Aber was wäre, wenn wir gütig gegen die Undankbaren und Bösen wären? Was ist falsch daran, für diese Menschen zu beten und sie zu segnen? Was ist falsch daran, auch ihnen mit Liebe zu begegnen? Damit rechtfertigen wir nicht ihr Tun oder ignorieren Leidtragende. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen ihnen wohltun, wir sollen sie segnen und für sie bitten. Wozu? Was bewirkt es, wenn wir das tun? Was könnte passieren, wenn wir in diesen Leuten geliebte Geschöpfe Gottes sehen, Kinder Gottes, und nicht richten? Geliebte Geschöpfe, die sich versündigen und auf dem Weg in die falsche Richtung sind und ohne unsere Gebete vielleicht auch bleiben. Wir wünschen uns ja, dass sie sich verändern würden, damit Leid aufhört, für sie und andere. Warum legen wir sie dann nicht dem ans Herz, der das am besten kann? Was könnte es bewirken, wenn wir Gott fragen, wo wir diesen Menschen wohltun können? Vielleicht ändert sich dadurch ja etwas an ihrer Herzenshaltung. Was, wenn wir sie segnen und Gott bitten, sie so zu verändern, dass sie den Weg zu ihm finden? Und ihnen wünschen, dass ihnen Gottes Güte widerfährt,
damit sie selbst Wohltäter werden können. Wäre das nicht großartig? Was, wenn wir Gott fragen, ob wir dort Werkzeug sein sollen und können? Würden wir sagen, nein, bei denen hört der Spaß auf. Die haben nicht einmal um Vergebung gebeten und den Segen nicht verdient. Keiner von uns hat das. Wir alle sind Barabbas. Freigesprochen, ohne es verdient oder auch nur darum gebeten zu haben. Klar kann das auch mal unangenehm werden. Vielleicht müssen wir nicht nur einmal auch die andere Backe hinhalten, wenn Wort auf Wort kommt. Vielleicht büßen wir sogar noch mehr ein als Rock und Mantel, wenn uns tatsächlich jemand bittet, ihm oder ihr zu helfen, den neuen oder schmalen Weg zu finden. Vielleicht büßen wir unsere Meinung ein, unsere Zeit, unsere Nerven, unsere eigenen Maßstäbe und Prinzipien oder sogar ein paar fromme Rahmen, die wir uns schufen. Wenn uns symbolisch das Kirchendach abgedeckt wird um einen Gelähmten, jemanden, der nicht gehen kann oder aus eigener Kraft nicht richtig oder in die richtige Richtung gehen kann, in Jesu heilende Gegenwart zu bringen, wie reagieren wir dann? Sehen wir dann den Glauben und sagen, sieh her, Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, ohne nachzufragen, welche das eigentlich sind. Oder haben wir eine eigene Meinung? Vielleicht müssen wir investieren, ohne zurückzufordern. Und vielleicht müssen wir mehr als einmal unser Ohr leihen, ohne dass uns die gleiche Aufmerksamkeit zugedacht wird. Tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. Jesus tat das. Er heilte ohne Ansehen der Person und ohne Lohn und konnte dadurch unzähligen Menschen verdeutlichen, wie sie nach Hause finden können. Und er hat uns damit beauftragt, es ihm gleich zu tun. Am Beispiel der Verkäuferin haben wir gesehen, welch kleine Schritte Gott uns ermöglicht, um zu wachsen. Wir können Sünde für falsch halten, aber wir sollen Sünder nicht verurteilen, weil wir alle welche sind und ohne Jesus auch bleiben. Unterm Strich ist das Gebot der Feindesliebe wahrscheinlich vor allem eines: Schutz davor, uns mit unserem Zorn, unseren Worten und Taten selbst zu versündigen und zum Mörder zu werden, zum Mörder der Liebe. Ich will das aber auch nicht kleinreden und auf eine Begebenheit in der Gemüseabteilung oder einen Facebook-Post reduzieren. Es gibt Mörder, die tatsächlich töten. Menschen, die schreckliche Dinge tun. Menschen, die unbeschreiblich verletzen, körperlich und psychisch. Und dadurch gibt es Menschen, die Verletzungen erlitten haben, die Worte »Liebe deine Feinde« für blanken Hohn halten müssen. Es ist nicht das Gleiche, bei einer frechen Verkäuferin die Klappe zu halten oder jemanden vergeben zu können, der getötet oder verletzt hat. Aber wenn ich mich an die 20 Minuten im Supermarkt erinnere, in denen ich versucht habe, etwas Gutes zu finden, zeigt sich, allein der Versuch, Feinde zu lieben, richtet meinen Fokus auf Gott und auf das Gute, was er mir und anderen tun will, weg von der Gefahr zu verbittern. Und es bringt ja auch nichts, am Zorn festzuhalten. Das ist so, als ob ich Gift trinke, damit mein Feind Schaden nimmt. Das Gift schadet nur mir. Vergebung befreit. Auch mich. Und allein der Versuch zu vergeben richtet mich völlig neu aus. Egal, wie es sich anfühlt. Jesus sagt, wir sollen ihm nachfolgen. Er ist der Weg. Um das zu können, müssen wir auf das schauen, was er getan hat. Wohin er gegangen ist. Was er gesagt hat. Mit wem er sich umgeben hat. Und wie er mit den Menschen umging, die ihm begegneten und denen er begegnete. Und dann können wir unsere Verhaltensweisen und Denkmuster überprüfen, ob der Weg, den wir eingeschlagen haben, der ist, auf dem er wandelt. Und nicht fragen, wer mein Nächster ist, sondern wem ich Nächster sein kann. Wir können für Opfer und Täter beten, weil beide Opfer sind. Die einen Opfer des anderen, die anderen Opfer ihrer Taten. Und wenn wir nicht aufpassen, können wir Opfer unserer Worte werden. Gut, dass Jesus uns so gut kennt und tatsächlich heute in unser Leben spricht. Und gut, dass er, der Spezialist fürs Backe hinhalten, bei uns ist, mitten in der Gemüseabteilung unseres Alltags. Und gut, dass die besonders harten Nüsse oder Obst mit Makel für ihn keine größere Herausforderung darstellen. Er hält uns alle. Gut, dass wir ihn kennen, ihm folgen und von Herzen von ihm erzählen können. Amen.
Mein Weg begann im Dunkel, ungewollt und ungeliebt. Ich wusste lange nicht, dass es Liebe gibt. Gewalt und tiefe Wunden, die tiefsten unsichtbar. Und für eine wie mich war der Weg ja klar. Die kommt niemals auf die Beine, nein, die fällt aufs Angesicht. Hat man dir das auch gesagt? Glaub es nicht, denn ich war die ganze Zeit geliebt. Ich ahnte ja nicht, dass es das gibt, dass in meinem Dunkel längst einer da ist, der mich erhält. Ja, ich war die ganze Zeit bewahrt und nun steh ich hier, dass ihr's erfahrt. Wir sind Kinder des Lichts, von ihm trennt uns nichts, auch wenn Schatten noch fällt. Weil Jesus dich hält. Mein Weg war wirklich steinig, welche Riesen drohten mir. Und ich ahnte nicht, Gott gibt Kraft dafür. Doch wie ein roter Faden legte Gott die Spur bereit, bis ich sie fand, endlich verstand zu seiner Zeit. Du kommst niemals auf die Beine, nein, du fällst aufs Angesicht. Hast du dir das auch gesagt? Glaub es nicht, denn du bist die ganze Zeit geliebt. Auch wenn du nicht ahnst, dass es das gibt, dass in deinem Dunkel längst einer da ist, der dich erhält. Zeit bewahrt und ich steh heut hier, dass ihr's erfahrt. Ihr seid Kinder des Lichts, von ihm trennt euch nichts, auch wenn Schatten noch fällt, weil Jesus dich hält. Sieh mich an, ich steh heut hier, weil Gott ein neues Leben schenkt, für uns kämpft und uns kennt und mitten ins Dunkel kommt sein Licht. Er ist auch bei dir, verlässt dich nicht. Glaub keiner Lüge, er schuf dich aus Liebe, so wie du bist. Du bist Gottes Kind, du bist geliebt. Die Riesen sind tot und längst besiegt. Komm in seine Arme, sag Vater, erbarme dich doch über mich. Und wenn du anklopfst, verlass dich drauf. Gott macht ganz gewiss die Türe auf. Ich stehe hier, ich hab's erlebt und weiß, dass es stimmt. Es gibt wirklich nichts in deiner Nacht, was deinen Gott je ratlos macht. Leg die Nacht vor ihn hin und atme auf, wenn er dich in seine Arme nimmt. Ja, du bist die ganze Zeit geliebt, auch wenn du nicht ahnst, dass es das gibt. Und in deinem Dunkel
Zeiten, wo Schatten noch fällt, weil Jesus dich hält, weil Jesus dich hält. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir zu beten. Danke Gott, dass du drüber stehst, über unseren Meinungen und Zornesfalten, über unserem Mundwerk und unseren Streitigkeiten. Und danke, dass du uns damit nicht allein lässt, sondern auch heute noch mitten in unser Herz sprichst, weil du der bist, der du immer warst und immer sein wirst. Der, der uns liebt und in Jesus einen ewigen Punkt gesetzt hat, der für jeden gilt. Danke, dass du uns die Möglichkeit schenkst, deine Einladung auszusprechen und anzunehmen und uns mit deinem Heiligen Geist immer wieder befähigst, an dir zu wachsen. Bitte hilf uns, mit deinen Augen auf die zu blicken, die du liebst, und danach zu handeln. Amen. Möge Gott dir Gewissheit schenken, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt uns von der Liebe Gottes trennen können, die er uns in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt hat. Amen. Gott Impuls wird am Sonntag um 18 Uhr und am Mittwoch um 12 Uhr wiederholt und wird jederzeit auf YouTube und Facebook greifbar sein. Danke, dass du heute dabei warst. Bleib behütet. Bis nächste Woche, so Gott will, hier bei Gott Impuls. Musik.